Guten Morgen, liebe Leute. Gleich ist es 9 Uhr. Ich werde gleich den Stream wieder starten und dann. Und dann? Und Aber ich los. wollte heute nie ankommen, er hat gesagt vor 12. Also heißt es gegen 14, 15 Uhr. Vor 12? Mein Sohn wollte heute vorbeikommen. Vor 12 Uhr? Er hat also geschrieben spätestens 12. Spätestens 12 Uhr. Gib mal einen Tipp ab, wann er da ist. Ach so, könnte er ja nicht. Drei. Weil ist ja nicht der Livestream. Sag ich das da nochmal? Na egal, sehen wir uns gleich im Laden. So, jetzt geht's los. Ich habe schon Verspätung. Stream ist aber an. Macht der Papi hier im Laden? Oh, Skadi, ja. Das ist toll, wa? Nochmal. Solange sich alles dreht, ist alles okay. Herkulesrad. Erste Aufgabe heute für mich, diesen doch recht kleinen Sattel tauschen gegen einen vernünftigen, warmen Radsattel. Den haben wir hier und den schraube ich jetzt an. Da ist er, ganz normal, das Standardmodell. Der ist bequem, der funktioniert, den nehmen wir. Und der kostet nicht so viel Geld. Und dann kommt der wieder auf Reserve. Schöner Kindersattel ist es, aber ist doch für Erwachsene wirklich recht unbequem zu sitzen. Dreht sich auch. Ah. Du drehst gerne am Rad, ne? So, Sattel ist drauf, wollte ich nur sagen. Ne? Gut. Präsentiere das wohl geilste Rad von was ich hier zur Reparatur öfter mal habe. Ein Cannondale. Skalpell. Schlimm, dass ich es so oft zur Reparatur habe. Das ist teures Material, das ist oft hier. Also im Jahr bestimmt dreimal oder so. Ist der mit irgendwas, hat er. Jetzt ist seine Tretkurbel gerissen. Die ist noch nicht mal alt. Ich glaube, der Draht ist 2 Jahre alt oder so. Tretkurbel gerissen zum zweiten Mal. Gerissen. Zeig's euch gleich. Ne, kein Unfallschaden. Einfach Materialfehler. Der liegt am Material. Die Dinger sind ja hohlgeschmiedet, die Tretkurbeln. X9. Ja, oder was? Truvativ X9. Er hätte gern besseres Material, gibt es aber wohl nicht. Der Klang. Letztes Mal haben wir Freilaufkörper getauscht. Hubnarbe, Freilaufkörper durch. Auf 100 Euro weg. Jetzt hat er mir die alte Tretkurbel vorbeigebracht, die wir mal ausgetauscht hatten, weil die auch schon Risse hat. Aber er meint, die ist wahrscheinlich noch besser als die hier. Die hat er mit Kabelbinder gefixt. Kurz Kabelbinder drum und weiterfahren. Ein Ding. Na, schauen wir noch mal. Oh, ich brauche mal einen anderen Winkel, so ich komme nicht weiter. Ja, das ist falsch. Das war gut fest, meine Fresse. Ab 15, 16 Uhr, denke ich, als ist das erledigt. Ja, super, dann komme ich irgendwie so rum. Alles Wenn klar. Ich hier fahre, ich dafür. Dann vorne Ja. Ciao. Danke, danke, ciao.
Neun Zuschauer und ich gehe essen. Na dann, bis gleich. Auf geht's. Große Fressen. Was gibt's denn heute? Hast du was Schönes mitgebracht irgendwie? Außer Kokosnusswasser? 100% Kokosnusswasser? Warum Kokosnusswasser? Aus grünen Kokosnüssen. Voll isotonisch. Du kannst Kokosnusswasser sogar intravenös legen, also mit der Spritze, weil das von den Bestandteilen her exakt dem Blutplasma des Menschen entspricht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Allheilmittel. Muss man schütteln? Ja. Preußen? Stahlkammer der Deutschen Bank. Cool. Aber in der Deutschen Bank Akte? Nee, der war so mit drin. Der sieht aber geil aus, finde ich schon. Schön. Über den M von Livestream. Da am Eingang, neben der Lampe. Über dem Schild, was da ist. Wieso da? Sag mal, genau da. Siehst du? Ach da, ja. Siehst du, wo das Bundesstraße? Ja. Du fährst mit der U-Bahn bis Heinrich-Heine. Ja. Dann gehst du die Brückenstraße, die heißt Brückenstraße. Die gehst du gerade runter bis zur Ecke, da kommt so ein großer Bäckereiladen. Und dann rum ist die Rungestraße, das ist Nummer 18, ist aber nicht vorne, das ist auf dem zweiten Hof. Hochkommen, ja, ja. Eine Treppe da. Aber würde ich mir, wenn ich so was mache, Sportsachen mitnehmen, weil die auch Übungen machen den ganzen Tag. Mensch, meine Güte, die sind richtig fit da, wa? Ja, musst du machen. Ja. Und du hast den Hosenladen noch offen. Die Pfeife will auch mal ein bisschen Luft haben. Na, wir wollen hier nicht die Pfeifenluft haben. Nee, aber die Schlange kannst du da mal, kann ich mal rausholen. Nee, bitte nicht sehen. Die Einäugige. Ich hab eine Schlange in der Hose. Ja, stimmt, da hatte ich ja mal einen Sinn. Kannst aber hingehen, die bieten auch für Kinder und alles an, die Johanniter. Und das ist nicht weit. Mit der U-Bahn ein paar Stationen hier, mit der 8. Ja. Moritz, Cottbusser, Moritz, Heinrich Heine, die 4. Cottbusser, Moritz, die 3. Nicht rübsen. Du müsstest das mal machen, Thomas. Schon im Interesse deiner Mäuse. Kannst ja nicht mal auf deine Frau verlassen. Ach, die ist ja da. Nee. Ja. Deine Frau muss ja auch arbeiten. Ja. Ist ja nicht immer da. Die sind ja nicht hier mit mir alleine. Kann da doch mal was sein. Die essen irgendwas, nehmen irgendwas. Was macht deine Rattengift im Kaffee, so dämlich denkst du gar nicht. Ja, was kann ich ja nicht mehr machen. Er lacht, das war. Machen manche Leute, die Oma Rattengift im Kaffee statt Kaffeeweißer. Du erzählst ja Geschichten noch. Nee, haben sie wirklich gezeigt, ja. Weil verklag mich doch, die hat das gemacht. Warum? Rattengift im Kaffee. Verklag mich doch, nein. Rattengift im Kaffee. Ja. Das machen wir aber mal nicht. Nee, aber das machen manche. Ja. Hätte ich mal mit meiner Oma damals machen sollen. Hat die Luft im Kaffee. Na, ich frage jetzt nicht nach, was da passiert ist. Eieiei.
Kuppel war letztens unten und eine Schönleinstraße und eine U-Bahn. Dann stand ich auf in Richtung Janowitzbrücke. Der war so leicht schräg dahinter, war. Hat mich nicht gesehen, dann höre ich, wie er vor sich hin brubbelt. Und dann meint er, da war so eine Frau gesessen auf der Ecke von der Bank. Und dann war frei und dann kommt die nächste. Und ja, und dann geht er zum Mülleimer, guckt da drin und kommt zurück und meint zu der Ollen, rutsch mal rüber. Und sie guckt so, sagt nichts und dann meint er, ey du olle F***, ich hab gesagt, rutsch. Weißt du, so mit der Tasche, sagt nicht und geht, was? Ja, ich meine, wenn der so gekleidet vor dir steht und dann seine Eberhauer war, da weißt du auch, da kommt keine, da kommt nicht produktiv mit, nee. Oh, nee. Ich nehme die Kamera mit zur Lastenradreparatur nach draußen. Also mitkommen, Kaffee nehme ich auch mit. Ja. Moin. Dach. Kann doch sein. Ich suche Kinderfahrräder. Wieso? Hast du so viele Kinder? Nee, eins. Reicht so eins. Eigentlich bis ganz hinten, müsste eigentlich auch funktionieren, damit es auch wirklich hält. Ja. Ja, siehst du, jetzt hast du keine zwei linken Hände mehr. Bestanden. Na dann, gute Fahrt, ciao, ciao. Ja, das ging schnell. Materie. Überall Glas.
Gleichfalls. Fertig ist es. Einmal Licht. Funktioniert nicht. Und Kette. Kette ölen. Die Lampe möchte sie unbedingt behalten. Soll sein, würde Wolfgang sagen. Dann gucken wir mal, wie wir die hier aufkriegen. Boah, hier wohnen die Spinnen drin. Fahrradgeschenk bekommen wieder. Damit es in gute Hände kommt, sagt er. Oh, ich bin kloppt. Oh, wegen dem Depp. Oh. Wie kann man denn so bescheuert sein? Ey? Manchmal habe ich auch so eine Denkpausen, habe ich den Eindruck, ja. Tommy, denk mal nach. Was war da gerade Pause? Warum geht mir das nicht? Um das zu testen, mal zur Erklärung, halte ich hier den Draht hier ran an die Seite, an den einen Kontakt, ist ja die Seite, anderer Kontakt ist hier zum Beispiel der Boden und leuchtet, ne? Also funktioniert es. Dynamo funktioniert und Kabel funktioniert, das ist schon mal wichtig. Also stimmt irgendwo zwischen hier und hier die Masse nicht. Das gilt jetzt zu eruieren. Geht schnell so. Ich will es ja nicht kaputt machen, weil die will ich ja unbedingt behalten. Ja, 14 Minuten, was ist das für ein Scheiß? Was ist denn passiert? Mein Upload ist immer noch miserabel. Habt ihr doch gesehen. Bei 1. Bitte, bitte! Hier um der Ecke liegt einer zum Sterben. Der hat sich da hingelegt, der möchte gerne sterben. Soll ich mal hinziehen, ey. Der wurde gestern zwangsgeräumt. Gestern Morgen. Und jetzt liegt er immer noch da. Hat nicht getrunken seitdem. Nicht gegessen seitdem. Seit gestern Morgen, 24 Stunden jetzt. Habt ihr erst ja nicht gesehen, der lag so an der Baumscheibe. Polizei war gerade da, können ihn aber nicht mitnehmen, weil er noch zu sehr beisammen ist. Okay, läuft. Klack. Lampen läuft. This is showing off now.
Yeah, in the early years of his life, he was a gimmick crook. Yeah. Mein Sohn ist da. Endlich, 12 Uhr hat er gesagt. Jetzt ist 16.30 Uhr. Wer nicht Fahrrad fahren kann, kommt da zu spät. Ja, er hat spät angefangen mit Fahrradfahren. Ja, ja. Ja, dann mach mal. Es gibt viel zu tun, lass mal liegen, komm. Steine in der Nase. So, geht los. Also, geht los. Schaltwerk kaputt, abgerissen, hier rausgerissen, komplett aus der Plastikverschalung. Ich schraube ab mit der Nummer 9. Schraube ich. Hast du meinen Kanal mal verfolgt? Teilweise. Weißt du, nur teilweise. Nein, nicht komplett, weil ich habe ja keine WLAN. Bist du nur teilweise mein Sohn, oder? Nein. Also. Aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass deine Doku hochgeladen wurde. Hast du sie gesehen? Ich habe sie teilweise gesehen. Ah, diese Teilweise. Ja, weil mein Internet denn leer war. Ach, ja, sollst du ja nicht so gucken. Ne? Gucken wir es ja nachher so über, ne? Kannst gleich deine Bluetooth-Kopfhörer ausprobieren an meinem Computer. Das funktioniert. Ich über Kabel und du über Bluetooth. Ja, das ist gut. Machen wir. Nee, also ich hab auf jeden Fall den Anfang, habe ich so 10 Minuten gesehen. Ja, nee, wir gucken zusammen alles nochmal. Dann habe ich nochmal, ja, aber ja. Ich möchte die Dokumentation gerne mit meinem Sohn zusammen sehen, komplett. Ja. Thorsten guckt zum Fenster rein. Einer guckt durchs Keller noch. Einen nehmen wir noch. Also, ich hab abgemacht, wa? Das ist eine Shimano Tournee. Schaltwerk, ist das eine billige Ausführung? So, hier, ich zeig's mal in die Kamera, in beide. Einmal in Streamkamera, einmal in die. Hier ist es rausgerissen. Schaltwerk. Da. Aus der Verankerung, einfach raus. Viel zu viel Müll wird produziert. Also okay. Dann gucken wir uns die Kette mal an, die ist total verdreht hier an der Stelle. Da muss man schon fast Glück haben, dass man mich hier erwischt in dem Laden, offensichtlich, ne? Jetzt hole ich erstmal ein Schaltwerk, was ich da anbauen kann. Boah, ey. Um Himmels Willen. So, jetzt ist wunderschönes Wetter draußen. Ich gehe jetzt auf alle Fälle gleich raus. Weil ich habe immer so wenig von dem schönen Wetter. Und dann bin ich wahrscheinlich gleich wieder drin. Werden wir mal sehen. Dann habe ich auch noch was zu essen hier. Wurde mir vorbeigebracht. Das sind Bye Sweets. Indian Catering Service. Möhren Halwa. Indiasche Süßspeise. Hallo. Kenn ich nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Kenn ich auch noch was. Ist da was? Nee. Süßspeise. Willst du auch eine Süßspeise? Indische Möhren? Probieren kann man es. No. No, das ist nicht. Wie schnell bekommt man deine Zusage? Was? Jetzt lese ich jetzt erst, jetzt werde ich müde. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Soll der Name drin sein? Die hat schon Bahn. So schwer ging ich. Ja, aber stimmt damit nicht. Was stimmt mit der Schaltung nicht? Die läuft nicht richtig. Nur ich steck drauf. Schraub doch mal ab hier. Oder mal. Ach nee, halt. Hi. Der Zug ist wirklich Mist. Ach, hier kommt. Das Ding löst sich davon. Das löst sich auf. Ja. Das ist das Problem. Die merkt man ja hier auch schon, wenn man schon. Das ist dahinter. Wer spielt denn gegen wen, dass die sich so freuen? Ja, ist mir auch jetzt mittlerweile egal. Da drin, weil guck mal, wie würde ich hier ist. So. Würde ich den Zug erstmal, ja, ich muss sauber machen. Zeug und so. Ich glaub, würde das wird den auch Zug erstmal rausschrauben. Dreckig. Boah! Rostig! Vergiss es! Mhm. Was denn? Das ist so. So. Warum muss das einmal gereinigt werden? Neuer Zug rein. Und das kommt von hier. Ja, raus. Hülle raus. Sauber machen. Guck mal, ob der Zug erst durchpasst. Nein! Ja, hoch, ja. Das war schon lange. Und so weit hoch. Aha, der ist geil. Das kennen der Fully. Ja. Ja, verkennbar mit der vorne mit der einen Federgabel. Und jetzt schaltet man hoch. So, jetzt probierst du noch mal, den bröseln wir erstmal zusammen. Mann. Echt, Pfanne, Alter. Fahr mal. Oberer Anschlag ist gut eingestellt, hinter wird bekannt nicht. Monk, ey. Wie ein Monk. Echt wirklich. Unglaublich.
Das haben wir voll gehabt. Und dann trinken wir was. Der Sitz ist nicht schön. Ja, okay, dann abkappen, Endkappe ran, fertig. Stell das unten rein, irgendwo, wo das nicht kaputt gehen kann. Lass uns hier mal abkürzen. Musst du gerade Vollbremsung machen? Wieso? Komm hier aus dem Zimmer. Hab ja das Auto schon gehört. So, aber bin trotzdem in dem Moment ein bisschen zu zügig auch rangekommen. Du musst halt Vollbremsung machen und dann kommt schon so, kommt dieser Bus so an, wa? Ja, du kommst ja von rechts. Ja. Du hast ja Vorfahrt. Hat die Vorfahrt gehabt, genau. Sie hat mir die Vorfahrt genommen. Ja. Und ich habe schon gehört, so, dass da kein Bremsen war. Und dann siehst du da so, oh, sorry. Und fährt weiter so, wa? Ich drücke halt so die Bremse und das Hinterrad macht einen auf den. Stimmt, das ist rutschiger Boden in der Straße. Ah, okay. Aber halt wirklich nur so ganz kurz so. So ganz vorsichtig und das Hinterrad rutsch, schlägt zur Seite raus. Das ist kein ABS. Ah, nee. So, und auch jetzt nochmal hier sei es gesagt, wenn, falls ihr weiterhin den Livestream sehen wollt, müsst ihr ab Montag, hoffe ich, da habe ich das schon erledigt, auf einen anderen Kanal wechseln. Und zwar werde ich das nochmal genau beschreiben, wie der dann heißt, das weiß ich noch nicht. Aber mit dem Livestream befürchte ich, versorge ich mir hier den Kanal so ein bisschen, weil der ist ziemlich oft ja auch ziemlich langweilig. Und deswegen werden auf diesen Kanal rein die Vlogs kommen, die Videologs. Das wird weiterhin so wie bisher laufen. Und diese Livestream-Geschichten werden dann halt auf einem anderen Kanal laufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Weil hier hinten in dieser Ecke ist es tatsächlich noch ruhiger als jetzt wirklich da vorne, wo letztes Jahr schon auch stand. Anfang letzten Jahres, und da war eigentlich cool. Bloß hier hinten ist es sehr, sehr einsam. Sagen wir mal so. Das ist schade, lässt sich jetzt aber nicht ändern. Es sei denn, ich bringe irgendwann noch mal vorne wieder eine Kamera an. Aber dann habe ich Probleme mit dem Müllmann, ey, oder so. Das will ich auch nicht. Darum habe ich mir gedacht, den Kanal hier für Vlogs, den anderen Kanal nur für Livestreams. Da wird dann eben Livestream. Bikeshop, Berlin Bikeshop live oder irgend so ein Scheiß. Ich muss mir noch was ausdenken. Irgendwas Cooles muss ich mir noch ausdenken. Ich, ich bin verrückt. Verrückt? Verrückt in der Welt. Guck mal, geht nicht mehr. Schön mittig ausgerichtet. Was ist das erkannt? Du hast das sofort erkannt! Ja, Leon, schaffe ich nicht mehr. Kannst du mal? Ich mach dann locker was dabei kaputt. Also an meiner Hand. Hüfte. Was Hüfte? Gut, hat gereicht. Hast du? Ich glaub nicht. Ach so, nicht? Ich glaube, ich bin weggerutscht. Was, geht nicht? Mm-mm. Ich echt nicht? Ich hab da nur so getan, als ob was denn da los. Geht echt nicht? Oh, weißt du, was da los ist? Das ist Dritter am Arsch. Dann ist es schon so, dass es... Das kann ja nicht sein. Das kann ich jetzt nicht loben. Jetzt nee, das kann ich jetzt nicht loben. Na, ja, war, ne? Hier wisst du Bescheid, okay? Jetzt mal so. Wenn man jetzt nicht wundert, was wir hier machen, ich weiß jetzt ja gar nicht. Wie, du rutscht ab da und kriegt jetzt in die Fresse oder so. Schön übereinander. Schön dahin. Hier. So, so. Actioncam. 3, 2, 1, Start. Das ist Marsch. Das ist Marsch. Guck mal, wie es eiert. Siehst du das? Alter Schwede. Alter, was haben die damit gemacht?
keine Winde mehr drauf. Er ist im Arsch. Na. Alter, wie oft haben die das Ding aufgezogen? Boah. Das ist kein Viereck mehr. Kann man den noch nehmen? Nee. Wenn wir sauber machen? Also, es sieht hier sehr weg aus. Sehr rund schon. Nee, der ist total verdreht. Ja. Tja, keine Chance. Das Wort. Auftrag erledigt. Ich mache jetzt mal eine Abmoderation für heute. So, leider, wie gesagt, war heute nicht so viel los. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe das aussichtlich mit anderen Dingen. Ich werde jetzt den Computer hier rausnehmen. Somit sehe ich nicht mehr, was ihr jetzt noch schreibt, macht, tut, ob jemand da ist oder nicht. Und werde jetzt auch diesen Vlog beenden von heute. Was ich morgen mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht aufräumen, weil mein Sohn ist ja nicht da. Irgendwie später oder was nicht da. Muss ich mal sehen, ob ich in den Keller gehe und hier mal aufräume. Weil sonntags habe ich ja Zeit und ich kann wirklich aufräumen. Und wenn Kinder da ist und meine Frau krank, dann was soll ich machen? Dann räume ich auf. Und warte. Also bis morgen. Ciao. Macht es gut. Tommy und Familie, wir sehen uns. Bis dahin.